Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Agathol, beim Clan Spätzle mit Soße, beim Spiel Clash of Clans. Ja, und ich bin zu Gast, beziehungsweise ich besuche heute mal den Bloody Work. Es ist übrigens der letzte, der im Moment bei mir in den Kommentaren steht, die ich jetzt freigebe. Alle anderen, glaube ich, sind ein bisschen veraltet. Die habe ich heute alle mal abgehakt, also sind alle erstmal raus. Aber, das lag einfach nur daran, dass da immer ganz, ganz viele abgefahren waren. Und wenn ich mir die immer wieder angeguckt habe, dann einige spielen schon gar nicht mehr. Und die kriegen es dann natürlich nicht mit. Wenn ich mir das Dörfchen mal anschaue, aber dieses Dörfchen hier vom Bloody Work, vom Clan Bad Camping, auch nicht schlecht, ist ein, denke ich mal, gerade so recht frisches Rathaus 9. Das sieht man so ein bisschen an den Sachen, die noch nicht so stark ausgebaut sind wie das Elixierlager hier und sieht aber ganz gut aus. Queen schon mal auf 7 gezogen, das ist sehr, sehr schön und hat beide X-Bogen auf 1 rausgehauen, also es wird ein richtiger Rathaus-9er und ich denke mal, er hat das Notwendigste erstmal hinter sich gebracht, nämlich die Clanburg auf 30 Truppen, das ist super und er hat auch schon 22 Truppen hier an den Lagern. Die Base hier wird sicherlich noch nicht so super halten. Gegen Rathaus 8 denke ich mal schon, gegen guten 9er er nicht, aber er ist, denke ich mal, auf einem guten Weg. Klopft jetzt schon mal seine Luftabwehren hier hinterher. Die sind auf 666. Okay, der ist noch auf 5. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Und dieser hier ist auf 6, geht jetzt auf 7. Okay, da hat er mal eine so ein bisschen vernachlässigt. Ist aber nicht so schlimm. Ich denke, die Base hier hält mal ganz gut. 7-mal gewonnen und er ist auf jeden Fall fleißig. 156 Angriffe, das ist nicht schlecht. Aber ich werde euch gleich mal was zeigen, was mir aufgefallen ist. Von den Truppen her, denke ich mal, ist das auch in Ordnung. Er hat sich die Hexe freigespielt, hat sich den Lavahund schon freigespielt. Also die Kasernen hat er schon fertig. Und ich glaube, ja, man kann ganz zufrieden sein mit dem Account. Hat auf jeden Fall auf Rathaus 8 alles richtig gemacht. Hat einen guten Start auf 9, denke ich mal. Und wird mit der Base sicherlich auch rundherum zufrieden sein. Viel Spaß beim Rathaus 9 sein. Und was mir mal so aufgefallen ist, wo wir jetzt eben bei den Angriffen und Verteidigung waren. Ich war die Tage mal wieder im Nachtdorf. Natürlich bin ich auch im Nachtdorf aktiv. Aber was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass es hier bei den Top-Player auch local.de gibt. Und da habe ich ab und zu mal geguckt. Und ihr seht das hier vom Clan Rejects oder Sofajäger. Das klingt ja noch deutsch. BD Tigers, also Bangladesh Tigers, hört sich jetzt nicht mehr ganz so local.de an. Und mir ist hier dann noch einer aufgefallen. Ich meine, ich habe ja jetzt schon relativ viele Angriffe, ich weiß nicht, gerade 3000 Mal so eine Bauhütte zerstört. Ich habe gedacht immer, oh, das ist ja richtig viel. Aber wenn ich mir hier den Alpho anschaue, vom Clan Kreativ Clash, der hat 17.648 Battles gewonnen. Hallo? Das ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich wollte eigentlich, glaube ich, nur mal gucken, wer ist denn eigentlich tatsächlich aus DE und wer nicht. Ich meine, das hier ist International. Das ist englische Schrift und ich glaube nicht, dass das ein deutscher Clan ist, sage ich jetzt einfach mal so. Keine Ahnung. Hier sind aber ganz, ganz viele in den Top-Players drin. Die sind nicht deutsch. Da weiß ich nicht, was das hier für eine Rangliste ist, sage ich mal. Keine Ahnung. Ist aber auch nicht Thema. Thema ist so ein bisschen natürlich die Clanspiele, die Mega-Clanspiele hier. Richtig, richtig krasses Ding. Es gibt ja diese vielen Punkte, habt ihr das sicherlich auch schon, ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, dass sie so gelb hinterlegt sind. Die geben doppelte Punkte. Zahl. Und zwar sind das immer alle Spiele, die länger oder die ein Tag oder zwei Tage laufen. Ihr seht das hier, zwei Tage 900% Zerstörung im Nachtdorf oder auch hier 575 in einen Tag. Das sind alles die ein bisschen länger gehen. Alle anderen sind nach wie vor stundenweise. Ich weiß nicht, was das hier soll. Sind wir mal ehrlich, bis ich auf den 6er Rathaus treffe, müsste ich wahrscheinlich ganz, ganz runter in Bronze und müsste, keine Ahnung, was ich machen muss. Aber mal sehen, was wir hier machen können. So ein bisschen will ich ja ganz gerne mitnehmen. Die 4000 mache ich in jedem Fall fertig, auch wenn wir hier die Spiele schon fast durch haben. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das hier machen. 8 Adler-Artillerien. Ich glaube, die nehmen wir mal mit hier. 8 Stück in 2 Tagen, das dürfte eigentlich drin sein. Ich begebe mich einfach mal auf die Suche mit dieser Armee. Danach habe ich eine Armee. Also diese Armee hier sind noch meine Buddler. Danach habe ich eine Armee, die habe ich noch nie benutzt. Da könnt ihr euch mal überraschen lassen. Die habe ich gestern irgendwo im Internet gefunden. Aber wir legen erstmal mit der Suche los. Die dauert nämlich ein bisschen länger.
Mann, es dauert immer. Es dauert immer, bis ich hier einen Gegner finde. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben einen gefunden und gehen wir mal hier rein. Gehen wir da erstmal rein. Ja, ich habe, wie gesagt, gleich mal eine andere Armee. Denn aber die Miner sind nicht schlecht zum Farmen hier und auch zum Clanspielen. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ich mache die Clanspiele wie fast alle. Wir machen die alle so ein bisschen nebenher. Kann man nämlich ganz gut machen. Vor allen Dingen, dadurch, dass sie halt ein bisschen länger laufen, kann man sie ganz gut so ein bisschen so nebenher machen. Und was musste ich denn eigentlich tun? Ach, ich muss den Adler machen. Okay, ich muss den Adler machen. Dann würde ich sagen, gehen wir hier schon mal ein bisschen in die Base rein und mal schauen, wie weit wir da überhaupt kommen. Jetzt muss ich eben mal sehen. Wo ist denn die Clanburg? Oh, die Clanburg ist ein bisschen weiter weg hier. Ist aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Und meine Queen kriegt da ganz netten Beschuss. Die muss ich jetzt schon mal zünden. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt von hier mit den ersten Minern über diese Ecke gehe, dann müssten die eigentlich Richtung Adler gehen. Ja, die gehen auch Richtung Adler. Die nehmen wir hier mal richtig in Feuer. Und natürlich auch so ein bisschen in Heilung hier. Und ja, wurden gerade noch so gezündet. Okay. Dann müssen wir die Kleinen jetzt mal wieder ein bisschen beäugeln hier. Wo die denn hingehen? Okay, die gehen nach da. Die holen mir hier das Dunkle raus. Wir giften hier mal die kleinen Skelette. Die sind ja doch arg nervig. Hier hinten ziehen wir nochmal den Babydrachen drauf. Und ich glaube, ja, zumindest haben wir den Adler bekommen und haben auch ein bisschen was von dem Loot mitnehmen können. Das ist ja auch nicht schlecht. Haben wir noch was zu schaffen hier? Oh, wir kriegen ja doch noch eine ganze Menge hier. Ich haue jetzt den letzten Zauber hier auch noch raus. Ich muss mal gerade ein bisschen ruhiger werden, denn ich freue mich auf die Armee, die ich jetzt gleich habe. Da lasst euch mal überraschen. Habe ich noch nicht so mit angegriffen, aber ich denke mal, mit irgendwas geht das. Ich muss nur die passenden CB-Truppen gleich haben und ich vergesse es auch immer wieder gerne unten umzustellen und ich bin immer ganz, ganz geizig, was den Verbrauch der Karre angeht. Ich habe ja meine eigene Karre auf 3 und möchte dann eigentlich nie die Clan-Karre verbrauchen, aber kann ich ja eigentlich auch machen. Die einfach mal verbrauchen und wir haben die 74% hier, also wir sind auf jeden Fall so weit, dass wir hier den vollen Bonus kriegen und ich glaube, wir haben auch ein bisschen Loot mit abgekriegt. Ja, das sieht ganz gut aus. Mal sehen, ob ich jetzt, ich glaube, nach dem Krieg, den wir jetzt noch aktuell spielen, werde ich, ja, das ist ganz in Ordnung, werde ich sicherlich meinen Boden mal für eine Woche hinlegen. Mal sehen, ihr seht, 4.692, ich bin recht hoch. In meiner Liga, hier bin ich im Moment der Erste. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht hier. Keine Ahnung. Aber baue jetzt erstmal diese Truppe hier nochmal nach. Ah, nee, die baue ich nicht nochmal nach. Ich baue mal eine ganz, ganz andere Truppe. Lasst euch mal überraschen. Okay, wir haben die perfekte Base gefunden und ich bin aufs mobile Gerät gewechselt hier. Und gerade noch so geschafft. Okay. Also, ich denke mal, wir nehmen erstmal das Rathaus mit, dann haben wir das schon mal. Mal gucken, ich habe mit so einer Armee noch nicht angegriffen. Eben habe ich schon eine Armee in den Sand gesetzt. Ich hoffe, diese setze ich nicht wieder in den Sand. Also wollten wir ja erstmal hier, denke ich mal, das Rathaus irgendwie klar machen. Mal sehen, ob uns das hier an der Stelle gelingt. So, das Rathaus verteidigt sich allerdings gerade noch so. Und das haben wir aber schon mal, das ist schon mal nicht schlecht. Mal sehen, ob wir nicht noch ein bisschen was kriegen. Ja, ich denke mal, eine Luftabwehr oder sowas kriegen wir jetzt leider nicht. Da müssen wir jetzt durch. Ziel war natürlich jetzt auch noch den Adler zu bekommen oder überhaupt einen Adler zu bekommen. Und vorbildlicherweise habe ich natürlich meinen Warden nicht auf Luft gestellt, das ist aber egal. Dann ziehen wir jetzt alle Loons rein. Ja, schon mal so ein paar Sachen auslösen hier. So, 1, 2, 3, 4. Und das Ding hier in der Mitte. Mal sehen, ob wir damit etwas erreichen. Hier heilen wir die schon mal durch und dann bringen wir die jetzt mal so ein bisschen in PS hier. Da machen wir den Wut drauf. So, der Adler ist jetzt schon mal unser. Das ist ja auch unser Ziel hier, dass wir den Adler irgendwie schaffen. So, einmal noch hier den Speed. Wir müssen jetzt mal gerade so ein bisschen so den Weg der Loons hier verfolgen. Ich glaube, da ist das ganz gut. Hier ziehen wir mal die beiden Skelettzauber rein. Denn die hatte ich eigentlich für die gegnerische Queen vorgesehen. So, mal sehen. Das Passing hier der Loons. Ah, die Loons sind so langsam. Meine Herren, die Loons sind so langsam. Jetzt macht mal ein bisschen PS. Ja, sieht aber ganz gut aus.
Das war die Base, in jedem Fall irgendwie gepackt haben. Zumindest haben wir den Adler gepackt, wir haben ein bisschen Loot bekommen. Und ja, die Welpen machen jetzt noch relativ. Oh, da hinten ist noch so viel. Vielleicht sollte man doch so den ein oder anderen Lakaien doch nochmal extra mitnehmen. Aber ich habe noch einen Lava-Hund jetzt. Und mal sehen, ob die Loons das jetzt noch packen. Der Warden hilft auch noch ein bisschen da unten am, auch nicht schlecht am X-Bogen, aber die packen das nicht ganz, okay. Kann man nichts machen, ist aber nicht so schlimm. Wir haben in jedem Fall die 2 Sterne, die 70% der Bonus und wir kriegen auch den einen oder anderen Stern dazu. Ja, also Titan 1 ist heute in jedem Fall noch drin. Ich mache aber noch einen zweiten Angriff, den kann ich aber wieder hoffentlich am PC machen. Ich lasse jetzt aber einfach mal am Handy laufen, ich glaube, das klappt ganz gut. Und dann ist das mit diesem Angriff hier jetzt auch gewesen. Ah, da hinten machen sie noch so ein bisschen was. Okay, das schneide ich euch nachher raus. Also ich warte die Zeit hier ab. Die braucht ihr aber nicht warten. Jo, jo, ich habe einen gefunden. Mal sehen, wir brauchen den Adler. Das ist, also die Armee ist natürlich jetzt ein bisschen teurer, ist aber nicht so schlimm. Warden steht auf jeden Fall auf der richtigen Spur und ihr seht, die Armee ist auch ziemlich dunkelteuer. Also das Dunkle würde ich mir natürlich ganz gerne wiederholen. Da hat er eine kleine Lücke hier oben. Die will ich nicht ausnutzen. Wo ist denn eigentlich die Queen? Da ist die Queen. Ich würde sagen, wir gehen dann auch von der Seite zur Queen rein. Mal sehen, die beiden Golems setzen wir hier mal. Und hier nehmen wir unsere Karma mit rein. Queen rein, Warden rein. Und auch den King. Die 8 Kollegen hier mit hin. Und jetzt muss ich mal sehen, wo ich denn eigentlich meinen Sprung ansetze. Ich denke mal, wir setzen da mal den Sprung an. Mal sehen, wie weit die überhaupt kommen. Und dass ich vor allen Dingen meinen Warden nicht vergesse hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Klanburg scheint er hier an der Stelle nicht zu haben. Und dann können wir auch schon so ein bisschen hier mit unseren Hocks reinkommen. So, wir haben ja hier noch einen Wut. Das haben wir schon mal gepackt an der Stelle. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und wir müssen ja in jedem Fall den Adler irgendwo packen. Mal sehen, ob wir den rocken, den Adler. Da hinten nochmal einmal den Wut. So, jetzt kann ich hier schon mal so ein bisschen mit Clean-up, glaube ich, aufräumen. Ah, der Adler ballert da immer noch so stark. So, ein Heil noch hier. Ja, das sieht im Moment noch ganz gut aus. Und mal sehen, wo wir hier unsere Loons ansetzen können. Die können wir sicherlich hier bringen. Hier nochmal den Heil geschmissen für die paar Hocks und den Loon. Die Hocks gehen hier in jedem Fall nochmal durch. Ja, ich bin gerade ein bisschen leiser geworden. Aber ich glaube, den haben wir ganz gut gemacht hier an der Stelle. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann können wir hier hinten unseren letzten kleinen. Unser kleines Baby nochmal reinrocken und ich denke mal, sind das die Pokale für Titan 1 und schade, den Lot beziehungsweise den Bonus habt ihr eben schon gesehen, den habe ich leider schon gekriegt für heute, den Sternbonus, ist aber glaube ich nicht so schlimm, die haben wir nochmal ganz gut gerockt, die, aber die Armee kostet auch über 6000 Dunkles, also ich bin froh, dass ich das jetzt erstmal wieder drin habe, die Sterne drin habe, den restlichen Loot hier auch und ja, sieht ganz gut aus, die Armee hier ist mal gar nicht so schlecht, habe ich gestern irgendwo im Internet gefunden, was haben wir hier noch vergessen? Was haben wir hier noch vergessen? Ah, das Labor noch. Okay, nur noch das Labor. Also die habe ich gestern irgendwo gefunden. Und ja, die ist gar nicht mal so schlecht. Da sind die beiden Tunneler. Die beiden Tunneler haben überlebt. Auch nicht schlecht. Sieht ganz gut aus hier. Ja, und die Clanspiele. Den dritten Adler haben wir jetzt gemacht. Und ich bin der Meinung, die Clanspiele sind eigentlich ideal für Leute, die so ein bisschen höher in der Liga sind. Denn auch die müssen jetzt nicht diese kleinen Clanspiele machen. Also diese kleinen, die man in einer Stunde erledigen muss. Denn oben in der Legende sucht man ja schon ab und zu mal gerne länger als eine Stunde. Und ihr seht das hier. Ich bin jetzt erstmal in Titan 1. Mal sehen, wo die Reise so hingeht. Ihr habt das ja im Thumbnail so ganz, ganz klein unten gesehen. Road to, vielleicht Legende, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz, ganz nett gefallen hier von den Clanspielen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare unten schreiben, was ihr davon haltet. Lieber ein bisschen mehr Punkte, lieber weniger Punkte oder eigentlich mal so ein Ding, wie es jetzt ist. Also mit richtig, richtig vielen Punkten, die es sich hier zu erspielen gibt. Die dauern halt auch ein ganz kleines bisschen länger. Ich glaube, 2 Tage brauche ich jetzt nicht für die 8 Adler, 5 Stück. Mal heute noch fertig. Bis dahin. Euer Toto Clasht.